Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von Train Station 2. Im letzten Video habe ich gesagt, jetzt können wir erstmal hier Berlin den einen Job erledigen, dass ich noch gar kein Kupfer herstellen kann. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe die Mine hergestellt. Fertiggestellt. Da ist er ja hier. Da kann ich ja schon abholen. Das wollte ich natürlich korrigieren. Nichtsdestotrotz soll das Thema des Videos heute ein anderes sein. Das Gameplay steht jetzt nicht im Vordergrund. Eine Stunde. Moment. Okay, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich mache erstmal jetzt hier das Event noch ein bisschen. Und zwar soll es halt um diese Events gehen. Auch ihr, wenn ihr Level 12 wärt und es ist vielleicht gerade ein Event am Laufen oder vielleicht kurz zu Ende, normalerweise geht sowas, es ist wahrscheinlich ein kleines Event hier, so ein Mini-Event. Das geht immer 2-3 Tage in der Regel. Davon solltet ihr jetzt euer Spiel nicht gravierend beeinflussen lassen, gerade am Anfang, wenn ihr wie ich so wenig Züge habt. Ja? Jetzt nicht irgendwie anfangen, da irgendwie was zu investieren und Geld auszugeben und so weiter und so fort. Mitnehmen, was geht. Und damit das nutzen, um eure Flotte aufzubauen. Ich werde mir jetzt erstmal Kupfer holen, damit ich ein bisschen was noch schicken kann hier. Das dauert 5 Minuten. Also wie gesagt, nicht irgendwie jetzt irgendwelche Summen großartig investieren oder eure ganzen Pläne über den Haufen werfen, nur wegen diesem einen Event und denken, oh, wenn ich mir da was entgehen lasse, kommt nie wieder. Nein, solche Events kommen am laufenden Band. Andauernd gibt es irgendwo ein neues Event, was man mitspielen kann. Und von daher, lasst euch da nicht beeinflussen. Gebt da jetzt nicht sinnlos viel Geld aus. Aha. Einmal aktualisieren gedrückt und schon kann ich wieder was ändern. Was bauen. Und haltet euer Geld zusammen. Es gibt gute Sachen in dem Spiel, wo man Geld investieren möchte, wie man, wenn man möchte und kann. Aber jetzt für so ein Event sagen, oh, ich muss mir jetzt unbedingt den verbesserten Pass kaufen. Und jetzt unbedingt hier mitspielen. Nee, muss man nicht. Es dauert nur ein paar Tage, da kommt das nächste Event. Ihr jagt ein Event, das andere. Ihr verpasst da nichts. Also lasst euch da nicht geißeln. Und wenn wir noch einen Schlüssel haben, mache ich eine Beschwörung auf Welt 1. Ich versuche ja die ganze Zeit schon mein Dialekt etwas zu unterdrücken. Aber das ist mir nun einmal in die Wiege gelegt. Ich brauche noch einen Schlüssel. Gebt mir noch einen Schlüssel hier. Na, also das wollte ich nur mal ganz kurz ansprechen zu dem Thema Event. Es kommt natürlich kein Schlüssel. Da kommen noch genug. Da kommen noch genug Möglichkeiten, das zu spielen. Da muss man nicht das Erstbeste mit Brachial erreichen und mitspielen. Immer schön langsam und besonnen spielen und dann macht das Spiel auch langfristig Spaß. Da endet in 4 Stunden. Also da braucht man jetzt sich kein Bein mehr rausreißen. Das, was geht, nimmt man mit. Und das, was halt nicht geht, geht halt dann beim nächsten Mal. Das war's eigentlich schon. Das Thema des Videos. Ich hoffe, dass ich jetzt bald noch so einen Schlüssel finde. Und dann machen wir noch eine Dreierbeschwörung in Welt 1. Drück mir die Daumen. Drück mir die Daumen. Eine goldene. Nee, aber wenigstens lilane. Okay, das ist auch nicht schlecht. Öffne den nächsten. Nee, das wird wieder keine goldene. Die anderen kriegen wir nebenbei alle mit. Aber Gold haben wir halt. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste zu bekommen. Naja, gut, okay. Eine lila Name bekommen mit den 600 Schlüsseln. Das ist okay.
Und jetzt haben wir null Schlüssel. Aber jetzt immerhin noch eine. Es wird gar nicht als neu angezeigt hier. Noch eine lila bekommen. Hier unten werde ich dann auch mal ein paar verkaufen können. 11 Stück brauche ich ja nur. Können wir eigentlich gleich machen. 3, 8, 11. Genau, die verkaufen wir hier. Dadurch gibt es nämlich. Hallo? Ich will dich verkaufen. Ich will dich nicht upgraden. Ich will dich verkaufen. Wie kann ich dich verkaufen? Geht das nicht? Duplikate verkaufen. Ja, ich will aber doch nicht alle. Jetzt wollte ich alle verkaufen. Ne, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht 8 Duplikate verkaufen. Ich will ja nur eine verkaufen. Wieso geht denn das nicht? Hier kann ich auch verkaufen. Ich habe genau die ausgewählt, welche allein ist. Also hier gibt es nicht eins von zwei oder was, sondern hier gibt es eins von zwei. Deswegen kann ich die natürlich nicht verkaufen. Hier geht's. Okay, kaum macht man es richtig, schon funktioniert's. Da gibt es nämlich auch jedes Mal 200 Teile für so eine graue. Und da werden wir durch die Schlüssel sowieso noch genug bekommen. So, jetzt kann ich hier das allererste Mal. Kommt schon wieder ein Angebot. Ja, das hier ist viel zu teuer. Ich habe wieder 3000 Diamanten bekommen. Für 2,95 € oder 2,99 €. Hier irgendwie auch 3000 Teile. 3000 Diamanten. Noch was von den Teilen. Und noch Diamanten. Und das für 2,99 €. Deswegen war das in meinen Augen günstiges Angebot. Das hier ist jetzt, finde ich, nicht so preiswert. Okay, jetzt kann man hier. Oh, jetzt gibt es hier neue Funktion. Ich kann jetzt hier hin und her switchen zwischen den Teilen. Kohle brauche ich. Ja, warte mal, wir wollen erstmal wieder das Event hier starten. So, was wir noch mitnehmen können, nehmen wir mit. Ich wollte Kohle holen. Und nebenbei kann ich mir noch mal Kupfer losschicken. Es gibt ja jetzt zum Beispiel wöchentlich, einmal in der Woche, kriege ich ja auch so einen kostenlosen Container hergestellt. Da kann ich den dann nutzen, um hier dann Schiffe, sage ich, um hier dann Züge zu bekommen. Manchmal kann man bei solchen Events für Goldloks kaufen. Dem jetzt hier nicht. Und da kann ich dann auch Loks herbekommen oder Züge, weil die ganzen Schlüssel, die möchte ich in Region 1 investieren. Gut, das war's dann erst nochmal. Kurzes Nachtragsvideo. Bis dann. Ciao, ciao.